We are the heroes of a time. Whoa. Mit diesem Song hat Mon Selmanöf den 90. Eurovision Song Contest in Wien gewonnen. Bei diesem Siegerlied gefällt mir besonders der Sound und die Bühnenshow von Selmanöf. Im Refrain singt Selmanöf: We are dancing with the demons in our mind. Wir tanzen mit den Dämonen in uns. Tanzen heißt für mich Verbindung aufnehmen. Möchte der Künstler etwas sagen, wir haben Kontakt mit Dämonen in uns? Ich gehe davon aus, dass es Dämonen im Sinn von bösen Geistern wirklich gibt. Und Dämon steht für mich auch für böse Gedanken. Wenn ich zum Beispiel mir denke, ich wünsche Jonas einen Verkehrsunfall, dann ist das wie ein Dämon in mir. Möchte der Künstler Mon Selmanöf sagen, wir sind Helden unserer Zeit und wir suchen Gemeinschaft, das heißt, wir akzeptieren die bösen Kräfte in uns, die Dämonen? Das wäre für mich kein wahres Heldentum, denn solche Helden schaden sich selbst und anderen. Ich möchte ein wirklicher Held dieser Zeit sein und deshalb tanze ich nicht mit Dämonen. Ich drehe ihnen vielmehr meinen Rücken und noch besser, ich jage sie davon in der Kraft, die mir mein Glaube an Jesus gibt. Ich bin überzeugt, dass Jesus unendlich stärker ist als alle Dämonen zusammen. Und deshalb kann ich zum Beispiel sagen, ich jage euch Dämonen mit der Kraft Jesu davon. Dämonen davontreiben heißt auf Englisch cast out demons. Und deshalb möchte ich singen, We are the heroes of our time and we cast out demons in our minds.